Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich Wild verbacke. Auf was Sie eigentlich aufpassen müssen oder wie ich es halt mache. Ich verpacke das hier mit dem Kammergerät. Das heißt, dass das Fleisch reinkommt und dass der Deckel zugemacht wird, dass das Fleisch in der Kammer drin vakuumiert wird. Was Sie unbedingt aufpassen sollten oder schauen müssen, das ist, dass es ja über 90% Luft entzogen wird. Weil viele gehen, es dauert zwar ein bisschen länger beim Abpumpen, aber viele machen dann, gehen dann schalten das zurück, dann geht es schneller, dann haben vielleicht 80% abgesaugt, sind wir immer noch Luft drin, dann haben sie nicht so die Haltbarkeit. Säcke verwende ich dafür, für Rehwild nehme ich die 160x230 und die 200x300. Die haben 90 μ. Das sind Siegelrandbeutel, glatte. Die können Sie nur in der Kammergerät verwenden. Wenn Sie jetzt ein Gerät haben, wo Sie die Sackeln außen umlegen, dann gehen die Sackeln nicht, weil die haben keine Struktur. Das sind glatte Sackeln. Und wichtig ist, dass man ungefähr die genaue Größe nimmt, wie groß die Fleischstücke sind, dass nicht die Sackeln zu groß sind. Schauen Sie, das ist ein Unterschied für ein Nicht-Kammergerät. Das ist eine Struktur in den Waben. Das können Sie auflegen, damit das holtert. Sie gehen zwar in diesen genauso, kosten mehr, diese Sackeln, aber die Sackel können Sie im Kammergerät verwenden, aber umgekehrt, das Sackel mit einer Vakuummaschine, was außen ist, geht nicht. Dann etikettieren. Ich habe da so einen Etikettendrucker, habe ich auf dem PC oder einem Laptop aufgespült. Da kostet ein Programm, das kostet 20 Euro was. Da mache ich einmal im Jahr, schreibe ich mir das zusammen, dann schreibe ich drauf, Reh, was es ist und wann ich es erlegt habe. Ich schreibe nicht das genaue Datum, weil ich sage, wenn einer heute ein Reh kauft, eins hat, dass es im Jahr, ein Reh halt eingefroren oder wild, 2 Jahre. Ja, wichtig ist, dass das Datum des Jahreszahl draufsteht, wann es eingefroren worden ist. Und das, dieses Blatt, da sind 24 Etiketten drauf, das reicht für mich genau für ein Reh. Mit den anderen Reh, ich komme mit denen aus. Da habe ich aufgeschrieben, Reh Schulter, ohne Knochen, er legt zwar 21. Das ist das erste Reh, was ich dieses Jahr verpacke. Ich werde jetzt sagen, wie ich das mache. Legen wir es mal daher. Ich schaue immer, dass die Sackgröße passt. Und beim Vakuumieren, aufpassen, das ist die Nuss. Weil wenn die Sackeln viel zu groß sind, dann zieht es auch nicht richtig Vakuum. Und was ich ja immer noch mache, diesen Überstand, was da ist, den schneide ich gleich am Anfang schon mal weg. Weil es gibt nichts Schlechteres, als wenn Sie vakuumieren da oben, da haben Sie so viel Platz, da bildet sich noch sehr viel Flüssigkeit. Und Sie kriegen kein schönes Vakuum. Dann gebe ich das rein. Beim Einlegen passen Sie auf, dass sich keine Falten bilden. So möglichst wenig Falten sind, dann haben Sie auch keine Luftzieher. Das lege ich rein. Schaut mal, was ein ist, eingeschnitten ist. Und wenn Sie anschauen, den Rücken war immer zwei Teile. Weil wenn der Rücken so lang ist, Sie bringen das in keinen Wachsackel rein. Und so, wenn er zwei Teile hat, bringen ihn schön in eine Sackleine. Den zweiten. Wichtig, immer auf die Sackgröße aufpassen. 90 μ, stärker brauchen Sie nicht. Die Stärker sind dann für Specksackeln, aber Knochen sind. Da gibt es auch 160 μ, da kosten die Sackeln einfach nur mehr. Die sind einfach nur stärker. Und was vielleicht noch ganz ein Ding ist, wenn Sie das Fleisch recht kalt ist, und Sie haben im Raum eine hohe Luftfeuchtigkeit, müssen Sie Etiketten gleich aufpicken. Oder picken Sie schon vorher auf Sackel auf, weil sonst kleben Sie nicht mehr. Weil wenn es eine hohe Luftfeuchtigkeit ist und das Fleisch ist kalt, beschlagt sich das sofort, wird feucht der Sackel und ihr solltet Ihnen keine Etiketten mehr. Schauen Sie, das ist jetzt die Nuss. Jetzt gehe ich her, ich schneide das noch einmal weg. Weil es schaut einfach schön aus, wenn Sie es so kriegen, als wenn da so ein Plastik dabei hängt.
Und das ist die Nuss. Da schaue ich drauf, da habe ich die Nuss. Einmal, zweimal. Und da sticht dann so eine kleine. So kriegst du nachher der Kollege von mir, da sticht die schön rein. Da sieht man genau, was da drin ist. Jetzt wieder aufpassen. Wenn das, das ist auch nicht gut. Gell, wenn es ein bisschen Fleisch drin ist, das ist auch nicht gut so. Immer schauen, dass da keine Falten drin sind. Schön auflegen. Und was dieser noch hat, der hat zwei Schweißbalken. Das hat den Vorteil, wenn sie noch eine haben, der verzeiht so einen kleinen, eine kleine Falten verzeiht der besser, weil der hat zweimal abschweißt. Der hat zwei Schweißbalken drin. Das ist die Oberschale. Wie gesagt, für das Rehwild ist 160 x 230. Ist für mich das ideale Sackel. Für Schirte gebe ich ins größere rein, in 200 x 300. Und wenn es Rotwild haben, braucht ihr noch einmal eine größere Einheit. Immer ganz kurz. Jetzt eine Frage, wie lagern Sie sowas? Wenn Sie halt so ein Wild verpacken und wollen das, oder lagern das im Kühlschrank, Sie müssen sich eines merken, je kälter die Temperatur ist, desto weniger Saftverlust haben Sie. Also wenn es bei 0 Grad, haben Sie ganz wenig Saftverlust. Und wenn es, je wärmer das wird, oder je höher die Temperatur im Kühlschrank ist oder im Kühlhaus, desto mehr Saftverlust haben Sie. Und was noch aufpassen sollen, wenn Sie jetzt einmal lagern, Sie haben das im Kühlhaus drin, lagern auf ein Regal und legen es das so hin, ist das ganz schlecht. Weil das hängt oben und dann fängt sich da Saft zu bündeln. Das zieht, das sieht ganz oft aus. Immer schauen, dass es, wenn es so ist, dass es so liegt. Dass es ja nicht oben hängt, dann verlierst du viel Saft. Das ist der Rehrücken. Ich finde, das ist ein schönes Backel. Das schaut doch recht gut aus. Das lege ich da her. Wieder die Oberschale, ich schneide das ein bisschen weg. Das Frikando. Jetzt werde ich eins einmal anders verpacken, damit Sie den Unterschied sehen, was ich damit meine. Wenn man das, wenn man es nicht wegschneidet, dann schneide ich weg bei einem und dann lasse ich mal ganz. Weil sie oft so, dass so verpackt wird. Mir gefällt das nicht. Schauen Sie da, wie es die. Jetzt geben wir das rein, wieder ohne. Und das verpacke ich jetzt aber so, wie ich meine, ob es falsch ist. Dass man so. Sehen Sie jetzt den Unterschied? Das ist immer das Frikando, wenn man so abschweißt oder so, schaut doch ganz anders aus. Und da bildet sich mehr Saft drin. Das ist jetzt so, weiß nicht, was, wie der Druck jetzt genau heißt, den genauen Fachbegriff kann ich gar nicht sagen, aber das zieht nachher feucht Saft. Ich glaube, wenn es dann so liegt, dann bildet sich da Saft und das zieht das komplett aus. Deswegen schaut mir das schon besser aus. Das werde ich wieder aufmachen. Weil das Zucker ist, schaut nichts gescheit aus. Das.
ich sage, der Zettel reicht genau, das sind DIN A4 Seiten, dass ich, das Maß ist 70 mal 36, reicht genau für Reh, mache ich eigentlich alles so. Und einmal im Jahr schreibe ich mir das, dann drucke ich das immer aus, wie ich es brauche. Und mehr muss meines Glaubens nicht oben stehen. Man, vielleicht kennt das Gewicht, aber wie gesagt, das ist nicht für Kollegen. So, schaut ja recht nett aus. Jetzt nehmen wir noch die falschen Filet. Da haben wir da. Da tue ich die zu zweit. Die mache ich zu zweit rein. Auch wieder. Schauen, dass da. Dass auch kein Fleisch drin ist, oder Feuchtigkeit ist auch nicht gut. Wenn Feuchtigkeit drin ist, kann auch Ihnen passieren, dass es nicht richtig zuschwast. Dann nehme ich einen Sackel und holt das, gibt das drunter am Wolf rein. Schalte ein. Dann gebe ich nicht zu viel. Gebe nicht zu viel rein. Dann drücke ich das ein bisschen flach. Da schneide ich jetzt nichts weg vom überschüssigen Plastik. Das schmeiße ich noch so knapp ab, so, ja. Schauen Sie wieder, wie das jetzt aufgeht. Sehen Sie das? Weil die Atmosphäre weg ist. Schauen Sie, wie das aufgeht. Da müssen Sie immer schauen, bei Verschierten, dass Sie ein bisschen Platz lassen. Man muss auch Druck sehen, das verschiert die von außen. Jetzt entlüftet er. Oder belüftet, jetzt druckst du ihn zusammen. Schau's, jetzt gleich kommt das. Und jetzt nehme ich das immer her, ich drücke das ein bisschen flach, dass es schön gleich ist. Schau's, wissen Sie was? Dann schneide ich das noch weg, den überschüssigen. Das hat jetzt nämlich den Vorteil, Sie können das beim Einfrieren schön einschichten. Es nimmt dir keinen Platz weg. Weil sonst haben sie so einen großen, wenn sie das nicht machen, haben sie ein praktischer Kugel oder ein festes Drum, das können sie nicht schlichten. Und so können sie das ins Gefrierfach schön einschlichten. Eins drüber und den anderen. Und das hat das Vorteil, dass es auch nicht ganz aufdauern braucht, dass ich die Hälfte abschneiden kann. Und da kommen noch die Etiketten drauf. Verschiert es. Das legen wir da noch. Irgendwann hat er dazu eine. Das ist eine Gemüsekistel für den Obst. Das kriege ich von so einem Gärtner. Die schmeißen es nochmal weg, das ist eine Einwegkiste an. Die besorge ich mir immer dafür zum Verpacken. So gebe ich das an meinen Kollegen, dass alles in Sorten rein verpackt. Dann die Etiketten, das war für Are. Da ist mir, weil ich kein Gulasch alles verschiert habe, ist mir das noch geblieben. Aber das schmeiße ich jetzt noch weg, den Zettel. Pro Reh habe ich auch so einen Zettel, es sind vier sonst Etiketten drauf. Und ja, so mache ich das. Und da habe ich noch einen Nummer, wem es gehört. Und das gebe ich Ihnen zu. Ich glaube, das kann man so lassen. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte abonnieren Sie mich. Daumen nach oben. Ihr Profi-Metzger Ralf.